Ciao da te. Auch in diesen Nanofächern waren einige heiße Schlitten mit den dickenglaubigen Blechkisten aus. Die sind sogar Fabrikus aus dem vorletzten Jahrhundert dabei, bei denen sie allerdings nicht der Rasen gefahrt bringt, sondern ihre Geschichte das Wasser in die Augen treiben könnte. In dieser ersten Runde wählen sie wiederum das Führerset, in dem ihr Liebling oder Wunschkandidaten teilnehmen. Und jetzt. Stopp. Und gleich weiter. Jetzt. Stopp. Und nochmals. Achtung. Stopp. Jetzt. Stopp. Und fertig. Mit dem Set kann ich sehr gut leben. Machen wir doch gleich weiter. Von vier Favoriten zum Sieger. Und immer reagieren, wenn das Licht bei ihrem Boss aufleuchtet. Ja, und los. Voilà! Und wieder haben wir ein Ergebnis. Ja, genießen Sie nochmals fein gefühlten Umgang mit unseren Urteilern. Höchstens zeigt in jener Zeit zu Aufbauten erst durch spezialisierte Karosserie-Autotüren des Leistung wurden, die hier einige Liebstände und zweitens, weil wir die Schönheit des Motors von genießen wollen. Unter Kessern gilt die verrückte Ansaugsseite zusammen mit Bugattis Motorskulpturen als die schönste Ansicht eines Motors überhaupt. Mit zwei hintereinander gereihten Vierzylinder-Motorblöcken aus Aluminium mit zwei oben liegenden Nockenwellen. Ein Kompressor holt 142 PS auf dem Aggregat und verhilft dem Alpha zu seinem überragenden Leistungsvermögen. Und so klingt der Motor aus den 30er Jahren. Eine Rennmaschine, 100% auf Leistung getrimmt. Am
Leistung, die auch Enzo Ferrari zu schätzen wusste. Er sammelte in jungen Jahren als Leiter der Rennabteilung von Alfa Romeo Erfahrungen und in exakt diesem, unserem Alfa 8T, bestreitet er sein letztes